Jojojo Leute, was geht ab? Euer Daniel hier wieder am Schaden. Heute kommt mal wieder ein neues Video. Und zwar geht es heute mal wieder um den T6. Im Thumbnail habt ihr das bestimmt schon gesehen. Wir wollen heute das Radio wechseln. Im letzten Video haben wir ja die Boxen gewechselt und die ganzen Türpappen gedämmt. Ja, Ergebnis mega geil. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, checkt es unten mal ab. Hau ich in die Videobeschreibung rein. Im heutigen Video, wie gesagt, machen wir das Radio. Das Original VW-Radio ist an sich wirklich gut, muss man einfach sagen. Aber mir ist das Display ein bisschen zu klein und mir hat das Radio allgemein zu wenig Funktion einfach. Und gerade wenn man viel am Reisen ist oder viel mit dem Auto unterwegs ist, dann ja, ist so Multimedia-mäßig das Originalradio, was ich verbaut habe, ein bisschen low, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin mal gespannt, wie gut das alles funktioniert. Ich zeige euch das neue Radio jetzt mal. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es funktioniert, der ganze Umbau. Ich hoffe, das wird nicht allzu schwierig. Ja, gucken wir uns erstmal das neue Radio an. So, und hier haben wir auch schon das gute Radio. Das habe ich ja im letzten Video schon mal kurz vorgestellt. Das Radio ist von MIC. Ich habe hier das AV9V2 Pro Radio für den T6. Ich möchte von vornherein sagen, ich werde das unten verlinken. Einmal bei Amazon und einmal bei MIC. Mit dem Rabattcode DERNE5 könnt ihr ganze 5% auf alle Radios sparen, die sie im Angebot haben. Das macht schon eine Menge aus, weil das sind sehr gute Radios, die auch preislich in der preislichen Klasse etwas höher liegen. Zum Beispiel das hier kostet 499 Euro und ich sage mal, mit so einem 5%-Code könnt ihr da echt eine Menge Geld sparen. Ja, das Geile ist einfach, wir haben hier 6 GB DDR3 RAM, das ist schon echt viel. Wenn man mal im Internet ein bisschen guckt, diese ganzen China-Radios, die haben teilweise nur 2 GB RAM drin, das ist echt ein bisschen wenig. Im Prozessor haben wir einen Snapdragon drin, den 665er. Display, wie gesagt, haben wir 9 Zoll. Betriebssystem haben wir das Android 12 drauf. Und das Geile ist halt einfach, das Radio unterstützt alles Mögliche. Also wir können Wi-Fi drauf machen, also Internet, dass wir richtig einen Hotspot im Auto haben. Wir haben Bluetooth hier drin, USB haben wir hier drin, wir haben WLAN. Das Lenkrad kann man damit verbinden. Wir haben eine Rückfahrkamera, kann man anschließen. Externes Mikro und so weiter. Also man hat hier wirklich sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Anwendungen bei dem Radio einfach. Wichtig ist dabei, für den T6 braucht man auch noch den Quad-Block-Adapter. Den haben wir nämlich hier. Das ist der Quad-Block-Adapter, den braucht man zum Anschließen. Den muss man extra bestellen. Und ansonsten haben wir hier jede Menge Kabel. Hier einmal GPS-Sender. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, wo ich den verbaue. Da hatte ich ein bisschen im Internet schon geguckt. Hier haben wir ein Kabel extra für SIM-Karte, also für eine Karte, damit wir Internet haben. Ich habe hier so eine mobile Internetkarte mit so einem Mini-Modem, was ich ja immer so nutze, wenn ich draußen bin, damit ich da auch mit dem Laptop und so weiter arbeiten kann. Ja, hier haben wir dann noch mehrere USB-Anschlüsse. Hier auch noch diverse Kabel für Kamera, was weiß ich, für allmöglichen Kram, Mikrofon, für alles einfach, alles Mögliche. Ja. Das Ganze werden wir jetzt mal verbauen. Und jetzt nochmal zum Vergleich. Wir haben hier ein 9 Zoll Display. Original bei VW sind glaube ich nur 7 Zoll. Das ist schon übelster Unterschied. Das nächste Geile an diesem Radio ist einfach, dass wir hier diese komplette Blende nicht wechseln müssen, sondern wir können die Originalblende weiter beibehalten. Bei den meisten China-Radios muss man die Blende mitwechseln. Und ja, ich denke mal, dass diese Nachbaublenden dann halt von der Qualität her nicht so geil sind. Deswegen finde ich das ganz gut, dass wir hier die Originalblende behalten. Ja, was müssen wir jetzt als erstes machen? Das Radio irgendwie ausbauen. Da muss ich jetzt mal gucken. Wir müssen nämlich hier irgendwie die Blende rausgehebelt kriegen. Dafür nehme ich auch wieder mein Hebelwerkzeug. Werde ich auch unten verlinken. Das habe ich ja schon benutzt, wo ich jetzt hier die Boxen eingebaut habe, um die Türpappen auszuhebeln. Hat wunderbar funktioniert. Also ja, wenn man öfters im Auto was macht, braucht man sowas unbedingt in der Werkstatt. Schade, dass ich sowas nicht schon früher gekauft habe. Hätte mir so einiges an Zeit, Geld und Nerven gespart, weil ja, gestern ist mir nicht ein einziger Clip damit abgebrochen. Ansonsten sind mir immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, die Clips über abgebrochen. Hiermit funktioniert das echt super. Da kann man auch wieder von hier unten reingehen. Und dann hoffe ich, dass das einfach irgendwie so losgeht. Ist trotzdem immer noch gefunden, weil man macht es sehr vorsichtig, weil man hat immer Angst, dass man irgendwas abbricht. Und wo hängen wir hier noch? Ich weiß nicht wo.
So, mit zwei Hebelwerkzeugen geht es definitiv einfacher. Dann kann man das Ganze oder diese ganze Blende hier auch schon rausnehmen. Jetzt haben wir hier das Radio. Haben wir hier eine Schraube, da eine Schraube, hier eine und da eine. Die muss jetzt losmachen, dann können wir das ganze Radio rausnehmen. So. So, nächster Schritt ist dann, die ganzen Anschlüsse hier hinten abzumachen und dann hat man das ganze Radio auch schon ausgebaut. Hier jetzt nochmal zum Vergleich, alt, neu, alt, neu. Also das Display ist schon echt riesig, diese 9 Zoll. Das macht schon echt was her. Ja, bei der Verkabelung, das meiste ist einfach alles Plug and Play einfach, also ganz easy. Ist auch alles sehr gut beschriftet und ja, das fummel ich jetzt mal alles zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das alles wieder drin ist. Ja, die Frage ist jetzt, wohin mit dem ganzen Kram? Wir haben ja einmal die Antenne fürs Internet, wir haben die DAB Plus Antenne, wir haben die GPS Antenne. Ja, wo am besten das ganze Kram hin? Ich hatte gerade schon gedacht, ob ich vielleicht irgendwie hier unten durchkomme und hier vorne das hinlegen kann. Aber ja, ich muss mich da erstmal selber hier ein bisschen zurechtfinden, um zu gucken, wo ich das ganze Kram jetzt hinlege. Meine Idee war jetzt, die Kabel, also die ganzen Antennen, hier in die Seite reinzulegen, weil ich hatte ja gestern das Seitenteil oder diese Seitenverkleidung ab, weil ich ja hier die Box getauscht habe und habe gesehen, dass man hier hinter jede Menge Platz hat. Wenn ich das da jetzt hintermache, habe ich erstens den Vorteil, man sieht das alles nicht. Und der zweite Vorteil ist, dass wir nicht irgendwo hier unten drin die Antennen alles haben, weil ich weiß nicht, inwiefern das stört, wenn das hier das ganze Plastik und so alles noch drüber ist, sondern hier oben sind wir dann auch ziemlich nah an der Fensterscheibe. Ich habe gerade gesehen, wenn wir jetzt hier, ich wollte zuerst gerade alles hier rausbauen, habe schon im Internet geguckt, aber ich habe jetzt gerade hier mal durchgeleuchtet. Aber ihr seht es bestimmt, obwohl, ihr seht hier hinten, seht ihr das Licht, das ist der Einbauschacht vom Radio. Jetzt suche ich irgendeinen langen Gegenstand, den ich hier einmal lang gerade durchmachen kann, mache die Kabel dran fest und dann ziehe ich die einmal hier komplett durch. Und dann bin ich ja schon hier mit den Kabeln und dann brauche ich nur noch hier unten hoch, hier rein, die Verkleidung abmachen, dass da alles dran kleben an der Seite und dann sollte das so funktionieren. Hoffentlich. Mal schauen. Ich habe jetzt einfach einen Schweißdraht genommen, habe den da durchgesteckt. Und hier vorne, hier unten drin, ich hoffe, ihr seht ihn, blinzelt ein bisschen, da habe ich jetzt den Schweißdraht. Da werde ich jetzt die Kabel dran festkleben, einfach mit Panzertape und werde den einfach hier einmal so durchziehen. Die Kabel habe ich festgemacht. Jetzt ziehen wir das Ganze mal hier durch, in der Hoffnung, dass es auch so funktioniert. Oh, ich hänge irgendwo. Ich hänge irgendwo fest. Oh, das sieht schon mal gut aus. Und tatsächlich, es hat geklappt, ich habe alle Kabel hier vorne. Sehr schön. Dadurch habe ich mir jetzt eine Menge Arbeit gespart, weil um das Handschuhfach hier rauszukriegen, muss man das untere Handschuhfach irgendwie erst ausbauen, um dahinter Schrauben zu lösen und so weiter. Ja, es gefällt mir. So, Internet habe ich jetzt hier oben festgemacht, GPS habe ich hier festgemacht und die DBA Plus Antenne habe ich hier festgemacht. Jetzt mache ich die Verkleidung wieder drauf, hoffe, dass das alles passt und dann habe ich das wirklich sehr gut gelöst, würde ich behaupten. So, da bin ich wieder, nachdem ich das Radio vor circa 4 Wochen eingebaut habe, also ich habe das jetzt wirklich 4 Wochen lang getestet, kann ich euch sagen, ich bin mega zufrieden damit, aber jetzt will ich euch einfach mal ein paar Funktionen zeigen, die man hier im Radio hat. Wir gehen einmal ins Hauptmenü, hier haben wir ganz normal Radio, Musik, Bluetooth, Apps, DAB Plus, Navigation. Navigation kann man einmal hier ganz normal über das Radio auswählen oder halt, wenn man Apple CarPlay haben wir hier auch drauf, können wir mal kurz drauf gehen, dann können wir hier ganz normal übers Handy die Navigation einschalten. Ja, ansonsten kann man hier Telefonanrufe, was man halt so alles mögliche bei Apple CarPlay machen kann. Hier sieht man auch, das ganze Menü sieht echt nice aus. Ja, was kann das Radio noch? Gehen wir wieder ins Hauptmenü. Dann können wir auf Apps gehen. Und das Geile einfach, ich feiere das so sehr. Man kann hier alles mögliche an Apps runterladen. Standardmäßig ist zum Beispiel blitzer.de drauf. Oder hier Clever Tanken, also wo die günstigste Tankstelle hier in der Nähe ist. Ja, was haben wir noch Interessantes drauf? Einmal hier Fahrzeug, wenn wir da drauf gehen. Zeigt er mir echt viele interessante Daten an. Zum Beispiel die Handbremse ist gerade angezogen. Wischwasser ist jetzt noch im Normalzustand.
Tankinhalt haben wir noch 29 Liter und hier haben wir auch die Geschwindigkeit, Kilometerstand, Außentemperatur, zum Beispiel, dass die Tür geschlossen ist. Jetzt kann man mal eine Tür einfach aufmachen. Achtung, das finde ich echt geil. So, zack, zeigt er an, Tür ist open. Das finde ich ganz geil. Hier, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt kommt der Hauptgrund, warum ich mir dieses Radio einfach geholt habe. Hier haben wir noch Firefox, also falls ihr im Internet ein bisschen rumsurfen wollen. Instagram habe ich drauf, Netflix habe ich drauf. Ja, MuPipe ist sowas ähnliches wie YouTube, bloß ohne Werbung. Prime Video, hier kann man ein Radio, alles mögliche umstellen noch beim Sound. Hier hat man auch noch Haufen Einstellungsmöglichkeiten. Und da auch noch. Spotify habe ich hier auch drauf. Jetzt die zwei Hauptgründe, warum ich es gekauft habe. Einfach YouTube. Zack, gehe ich drauf. Ich habe hier die Karte drin, also eine SIM-Karte. Das heißt, ich habe hier dauerhaft Internet drauf, unbegrenzt auch. Ja, hier kann ich jetzt alles Mögliche. Ja, können wir einfach mal hier drauf gehen. Wow. So, da seht ihr, was ich so alles gucke. Jetzt gehen wir einfach mal Derne ein. Ja, das mit der Tastatur ist ein bisschen schwierig. Da muss man sich immer dran gewöhnen. Gerade am Anfang, so Derne. Oh, ja, ich hoffe, ihr habt alle das Video gesehen, Frontumbau. Da können wir jetzt einfach mal drauf gehen. So, jetzt lädt er. Jetzt kommt erstmal wieder tolle Werbung. Die überspringen wir mal. Das macht ihr aber bitte in meinen Videos nicht. So, jetzt können wir zum Beispiel ein YouTube-Video von mir gucken. Mach mal kurz lauter. T6 hier. Ihr wisst es ja. Geil, oder? Ich feiere das so sehr. Und das Geile bei dem Radio ist einfach, dass man das auch während der Fahrt gucken kann. Kann man an- und ausstellen, je nachdem, wie man will. Sollte man nicht machen, natürlich während der Fahrt Videos gucken. Mache ich natürlich auch nicht, zwinker, zwinker. So, jetzt gehen wir aber mal auf Netflix. Oh, will auf Netflix gehen, gehe auf Instagram. Bam. Geil, oder? Ich feiere das so sehr, im Auto Netflix zu gucken. Dennis. So, jetzt können wir hier alles Mögliche an Filme gucken. Aktuell gucke ich die Serie You, aber ich will bald mal wieder Vikings gucken. Wir gehen einfach mal hier drauf. 365, habt ihr den Film schon mal gesehen? Eigentlich ist das mehr ein Porno als alles andere. So, hier können wir auch ein bisschen lauter machen. Ja, klar. Aber das ist so krass vertraulich, dass es schon nicht mehr lustig ist. Und ich muss euch sagen, die Qualität, gerade bei Netflix, also bei YouTube war die schon geil, aber wo ich den Netflix drauf gemacht habe, bei Netflix die Qualität auf den Radios einfach abnormal geil. Also wirklich sehr, sehr, sehr geil. Und ihr seht selber durch das große Display von 9 Zoll, das ist schon verdammt geil, wenn man jetzt hier so die Fahrerposition hat, so, das ist schon mächtig im Gegensatz zum Originalradio. Ja, funktioniert einwandfrei. Wir sind nach Kroatien gefahren letzte Woche, haben da fast, ja, weiß ich gar nicht, 4-5 Stunden Netflix geguckt, ohne Probleme, keine Hänger, nichts. Also funktioniert wunderbar. Ja, ansonsten kann man hier einfach Google noch drauf gehen. Ja, kann hier im Internet rumsurfen, wenn man will. Wenn man jetzt irgendwas raussuchen will. Hier haben wir zum Beispiel Osterode, zeigt ja gerade Temperatur an und so. Also man kann da alles Mögliche machen, wie auf dem PC eigentlich auch. Ja, zeige ich euch noch, was man auch noch machen kann. Da muss ich bloß mal wieder anstellen. Das Radio hat auch so ansonsten noch ein paar nützliche Funktionen. MK, jetzt muss ich kurz mal gucken. Fahreinstellungen war es, glaube ich. Nein. Extra. Extra! Rückfahrkurvenanzeige, das machen wir mal an. Parksensoren haben wir nicht, Abstandslinie haben wir auch nicht. So, wenn ich jetzt das Auto anmache, viele wissen es ja, ich habe ja vorne die Front, habe ich ja schon umgebaut. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, gönnt euch das Video auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt mal kurz raus. One moment. Wenn ich die Tür jetzt wieder aufmache, zack, zeigt er mir an. Ich muss euch unbedingt nochmal die Front bei Nacht zeigen mit dem LED-Licht. Oh, sieht so geil aus. Mega. Ich feiere es abnormal. Ah. Den Frontumbau habe ich ja fertig. Als nächstes baue ich das Heck um. Da kommt ja auch eine Multivent-Schürze dran. Und da werde ich im gleichen Zuge, wenn ich sowieso da hinten einmal dran bin, hinten eine Anhängerkupplung dran bauen und eine Rückfahrkamera. Weil die Rückfahrkamera brauche ich denn hier nur am Radio anschließen und hier ist schon alles vorprogrammiert, so gesehen. Das finde ich so geil. Ich mache jetzt Rückwärtsgang rein, zack. Und er zeigt mir hier direkt schon mit Kurven, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit diesem Kurvenkram hier an. Das heißt, wenn ich jetzt rückwärts fahre und dann einlenke gleichzeitig. So, ich lenke mal richtig scharf ein. Hier seht ihr,
zeigt es mir direkt schon an. Das finde ich so geil, wenn man Vorwärtsgang reinmacht, zack, wieder normal. Jetzt fahren wir ein Stück vor. Also ich feiere das, also ich weiß nicht, ob das über Standard ist bei den Radios, aber zack, das können wir mal rechts einlenken. Perfekt, geil, ne? So, und das nächste zeige ich euch jetzt auch nochmal. Wir machen jetzt hier nochmal, ja, meinetwegen Netflix machen wir jetzt nochmal an. Wie gesagt, es ist nicht erlaubt, während der Fahrt Videos zu gucken, aber man kann es hier einfach ausstellen. Ich zeige es euch. Erster Gang ist drin, ich fahre los und ich kann ganz, ganz entspannt Netflix gucken. Nice, oder? Nice. Ja, von mir auf jeden Fall bekommt das Radio nach 4 Wochen Testen auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ich habe mir das Radio auch selber gekauft, also es ist kein Sponsoring oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich habe mir das Radio komplett selber gekauft. Ich habe trotzdem für euch einen Rabattcode, der ist unten in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr 5% sparen, ich glaube 5 oder 10%, ich bin mir gerade nicht sicher, könnt ihr sparen. Schaut da mal vorbei, die haben Radios für alle möglichen Autos. Eigentlich für jedes Auto haben die ein Radio in verschiedene Zollgröße von 10, 9, 8, 7 Zoll. Schaut einfach vorbei, ja. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da und ihr könnt ja unten mal in die Kommentare schreiben, was ihr so dazu sagt. Also, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao und tschüss.